Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Medieval Dynasty. Und ja, ihr seht's, ich war im Off relativ fleißig. Wir haben jetzt auch schon Frühling, aber den ersten Tag des Frühlings. Und ja, ihr seht's, wir sind umgezogen. Tutti completi umgezogen. Und jo, hier ist meine Butze. Hier haben wir das große Lager. Da haben wir Lebensmittellager. Hier drüben wohnt Erwina. Die ist auch schon umgezogen. Also das hier ist Erwinas Butze. Und hier haben wir die Jagdhütte. Ich fand es irgendwie schön, die hier hinten hinzumachen. So direkt an den Straßenrand quasi. Und ja, hier macht sie quasi ihre Arbeit. Was ist los mit dir? Wie geht es dir? Darauf kannst du deinen Hintern verwenden. Na, 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 hey, 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 pflück die Felder. Okay, dann. Na, das fand sie jetzt nicht so toll. Zuneigung sind wir schon bei 84%. Was? Es wird langsam wirklich schwer, in deiner Gegenwart meine Hände bei mir zu behalten. Möchtest du Frösche probieren? Oh, wir sind Zuneigung 90. Klar, ich probiere welche. Wahrscheinlich kotze ich gleich danach, aber ich werde es nur wissen, wenn ich es probiere, richtig? Okay, mal gucken. Dein Haar ist echt super schön. Liebe Tau, es macht das Barfußlaufen über die Wiesen so viel prickelnder. Okay. Ich will schmutzige Dinge mit dir tun, Mädchen. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Wir haben 100% Zuneigung und jetzt? Tut mir leid, ich brauche. Okay. Ich brauche, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Sie Zeit. Oh. Eieiei, sieht so aus, als wenn wir bald ein Haus frei haben, wa? Weil dann kann sie ja bei mir einziehen, oder? Oder? Wenn wir ein Paar sind und verheiratet sind, kann sie schon bei mir einziehen, oder? So. Ja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt hier schön breit. Und hier haben wir genug Platz. Ich muss aber erst auch noch ins Dorf. Wir müssen mit Unigos sprechen. Wir müssen die Steuern bezahlen und dann würde ich gerne noch Felder bestellen. Apropos Felder bestellen, wie viel Dünger haben wir denn noch? Ich habe jetzt natürlich, ja, in der alten Heimat, wo war sie hier, alles abgerissen. Also da steht absolut nichts mehr. Es ist alles hier. Ja. Und ja, ich gucke jetzt nur noch mal schnell, wie viel Dünger oder ob wir überhaupt noch Dünger haben. Mal dadurch, dass ich ja auch noch einen privaten im Spielstand habe, komme ich da immer ein bisschen durcheinander. Da muss ich immer erstmal ein bisschen hier Inventur machen. Aber den Kram habe ich ja hoffentlich hier drinne. Dünger, 5 Stück nur noch. Okidoki. Was haben wir denn für im Frühling? Können wir Hafer? Hafer wäre gar nicht schlecht, oder? Wir können doch, glaube ich, Haferschleim schon machen. Karotten, Hafer. Ich würde beinahe sagen, Kohlsamen haben wir auch. Ich würde beinahe sagen, Hafer, Zwiebeln und Kohl. Weil hier bei der Technologie. Säune, Brunnen, was haben wir hier alles? Holzschuppen. Habungsschuppen. Hier kann man nur Mehl- und Tonbewurf. Küche. Hier haben wir nämlich den Haferbrei, die Kohlsuppe. Und da hätte ich hier gerne noch Fleisch mit Soße. So.
Kauf mal das Schema nochmal, dann können wir nämlich das auch schon machen. Und hier würde ich gerne die Holzschale kaufen und den Holzteller. So. Die Sachen müssen wir auch noch bauen. Ihr seht ja, oben Scheune soll man bauen. Holzschuppen, Brunnen und Werkstatt. Machen wir auch alles jetzt peu à peu. Wie gesagt, mir war es jetzt erstmal wichtig, umzuziehen. Im Off. Also 5 Dünger Hammer. Von daher werden wir uns dann auch schön noch eine ein bisschen was anpflanzen. Und dann kommt das Ganze so langsam in Fahrt, würde ich sagen. Das finde ich schön. Habe ich eigentlich, was habe ich eigentlich? Habe ich schon einen Bogen? Bogen habe ich. Okay. Ich habe 10 Steinmesser. Wollte ich doch bestimmt verkaufen, oder? Stimmt. Und Steinfass. Okay. Sah gerade komisch aus. Ein Hasi wollen wir mitnehmen. Ah, nee, komm. Ja. Oh, die Holzspeere sind auch alle nicht mehr so gut. Er sitzt da wirklich nichts an, ne? Hm. Naja. So, wie viel Geld haben wir noch? Der Speer ist jetzt kaputt. Hier haben wir noch einen, den können wir auf der 3 ausrüsten. Kupfermesser. Oh, unser Messer hält auch nicht mehr lang. Kupferpfeile. Ich habe 20 Kupferpfeile. Oh, wo habe ich die denn her? Ja gut, wir nehmen erstmal die Steinpfeile. Sei denn, wir brauchen ein bisschen was Stärkeres. Die machen 35 Schaden. Und die 25. Also, ja, jetzt nicht unbedingt sehr viel mehr Schaden, aber schon einiges. So, den Rucksack haben wir. Moment, ich wollte gucken, wie viel Geld wir haben. 967. Ui. Nicht mal mehr vierstellig. Ja, sollten wir mal die Messer verkaufen. Können auch noch ein paar machen. 5 Stücke. 6, 7, 8, 9. 10 und 1, 2, 3, 4 Steine. Och, Hasi. Vielleicht nicht alle töten müssen. Ich hoffe jetzt auch mal, dass Erwina ihren Job macht. Ich hoffe, ich habe das alles richtig eingestellt. Also ihr seht es hier, Erwina. Einfaches kleines Haus, ist am Jagen in der Jagdhütte. Da muss ich mich noch schwer dran gewöhnen. Also das ist sehr, sehr umständlich. Ich habe sie quasi bei der anderen Jagdhütte dann entfernt und hier wieder zugewiesen. Und ja, hier Jagdhütte. Nee. Mach mal weg. Das finde ich echt mega kompliziert. So. Und hier alles wieder auch eingestellt. Ja, also 50 Fleisch, 30 Leder, 20 Pelz. Macht's auch schön. Ich habe auch noch vier Steinmesser. Im Lager. Und ja, ich hoffe, dann ploppt das Ganze. Mal gucken, dass wir uns ein Messer verklüppelt kriegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt nicht hier, wie viel Teller und wie viel Schalen ich habe.
Aber theoretisch müssten wir die doch, wenn wir eine Werkstatt haben, die auch selbst herstellen können, oder? Ich kann die doch dann da drin herstellen. Da brauche ich dann aber wahrscheinlich Brett dafür oder sowas und die kann ich nicht machen. Würde mich nicht wundern. So, guten Morgen. So, ihr seid aber alle geschäftig. Uni Ghost. Lange nicht gesehen. Aber wirklich, Rasimir, wie ist dir ergangen? Großartig, ich habe kürzlich Wollrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt, ehrlich gesagt, ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja, Wollrad hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anderes erzählen, hat er gesagt. Unigost? Das ist nur sehr seltsam, warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam. Kes, ich meine sie, nun ja. Sie gehörte zur Meute und das war es auch schon. Du klingst gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema, weißt du, Kestrel war. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand? Reinfall, kurz gesagt. Wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung. Auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen. Also entschieden wir uns einfach, ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wäre sie verhext. Als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft in die Hacken, in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und sah mich mit der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Er hat auf ihn geschossen? Ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Oh ja, ziemlich sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte über die ganze Zeit kein Wort. Währenddessen flehten Samba und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einer Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich, das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie, sie hatte niemanden sonst. Und Familie lässt man mich einfach zurück. Es waren fünf. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das fünfte Pferd war für Wollrat, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Klette, ein Name, der nicht besser zu seinem künftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Wir beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass sie ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügt ein Blick und hatte sie in ihren Bann geschlagen, doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Zumindest für eine Weile. Dann bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf, im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Kestrel und Jordan? Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe nicht oft so? Und schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel, einer Liebesbeziehung. Selbst Sambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel.
Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen, also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen. Wirklich weh, besonders weil ich sie so beide, weil ich beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie. Rasimir, ich liebte Kestrel von dem ersten Moment, in dem ich ihren Pfeil auf mich richtete. Sie hat nie aufgehört. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen. Und mein Leben in Jordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Jordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Es wird Nacht. Aber, ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich meine eigenen hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin, doch ich konnte nicht aufhören. Konnte sie nicht verlieren und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Onigos, es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als ich schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine und ich würde es nicht großziehen, stattdessen als ein Onkel bei ihm leben? Eine Lüge leben, wie ein Feigling. Die finstersten Gedanken gingen mir in dem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld, deshalb habe ich mir... Was guckt er mich jetzt da so rechts an? Deshalb habe ich mir etwa insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert. Das war's passiert. Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Oh je. Was für ein Mensch fühlt sich von sowas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Oh je. Tragödie, ne? Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurückkehren. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag, alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Onigos, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast, was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern, doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Onigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir. Also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambor es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Nein, nichts. Gib Acht auf dich. Hallo, du bist gekommen, um deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Hab ich ihn gerade aufgespießt? Wunderbar. Bin gerade aufgespießt. Gott. Leg das doch mal weg. So, das hätten wir erledigt. Jetzt sind natürlich... Ah ne, er sitzt da, alles klar. How are you? Hi. Only the best products here. Mm. Erstmal besten Produkte verkaufen. So. Dünger. Kaufen wir mal. Fünf haben wir noch, ne? So. Ich hoffe, dass wir Säckchen und das alles noch haben. See you soon. Gut. So, die Folge ist auch schon wieder rum. So schnell kann das manchmal gehen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, also ich finde die Geschichten hier mega interessant tatsächlich, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an.
Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.